So, liebe Freunde der Schmalz-S-Bahn, ein trauriges Guten Morgen in der Runde. Ja, wie gesagt, unsere Oma, meine Oma ist gestorben und heute Morgen. Und das ist nicht alles, was heute noch auf uns zukommt, denn es kommt einen späten Nachmittag oder beziehungsweise heute Abend noch ein Orkansturm kommt noch auf uns zu. Also es wird auch zum Orkansturm kommen. Das wollte ich gesagt haben. Es ist der Todestag von meiner Oma. Ist noch nicht alles, was heute passiert. Denn es wird heute Abend, es ist ja spät Nachmittag, beziehungsweise heute Abend wird es noch zum Orkansturm kommen. Mit kräftigen Gewitter dabei. Und dann soll es ab morgen, den Donnerstag, den 21. Oktober, den ganzen Tag stürmen mit Orkansturm. Der Orkantief heißt Hendrik. Sorry, dass ich jetzt Sprachfehler habe, weil ich psychisch fertig bin durch den Todestag heute von meiner Oma. Deswegen habe ich jetzt diese Sprachfehler wieder. Auch durch meinen Autismus an alleine. Wie gesagt, das ist nicht alles, was heute passiert ist. Es wird heute noch mehr passieren. Es ist heute ein spannender Tag. Es wird heute auch zum Orkansturm kommen heute Abend. Späten Wetter heute Abend. Mit kräftigen Gewitter dabei. Und jetzt beginnt der Tag erstmal ein bisschen freundlich. Also gut, auch zwar grau. Meistens grau, aber in dem Sinne freundlich beginnt der Tag. Es wird schon ein bisschen Wind, zum Teil. Es ist aber erst der Anfang. Es wird alles, das große, wie gesagt, das Szenario wird alles erst spät in der Mitte bzw. heute Abend kommen. Deswegen will ich euch damit warnen, wenn es kommen sollte, heute spät in der Mitte heute Abend, seid bitte vorsichtig draußen, Freunde. Wenn ihr noch raus bist, wenn der Sturm da ist, falls ihr noch raus bist, wenn der Orkansturm da ist, das Gewitter, was kommen sollte. Also seid vorsichtig draußen, Freunde, wenn es kommen sollte. Und dann wünsche ich alle, es war einen schönen Mittwoch. Wie gesagt, es wird heute richtig spannend.